Zuschauer beenden das Leben in der G-Klasse. Streckt seine Hand rein. Ey, Fritz, was geht da? Ruckelt an der Beifahrertür, an der Scheibe zu klopfen, so lange, bis ich wach werde. Halb überholt über einen Standstreifen und haben mich verfolgt. Lieber Simon Unge, ich habe eine Nachricht an dich. Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's ein etwas anderes Video. Ihr habt's im Titel schon gelesen, Zuschauer beenden das Leben in der G-Klasse. Was ist hier eigentlich schon wieder los? Was ist passiert? Ich würde sagen, wir legen los. Schöne Grüße übrigens an Unge, meinen alten Bartbruder. Komm mal, wir kommen fast wieder auf die gleiche Länge langsam. Ich habe eine Nachricht an dich. Du hast ja neulich im Stream auf die 24 Stunden Übernachtung im Bunker reagiert. Fritz Meinecke. Unge. Ich bin auf dem Weg quasi. Okay. Irgendwie löst diese Prepper-Szene löst in mir irgendwie so ein Abenteuergefühl aus. Und meintest, du findest es recht abenteuerlich, so aus Dosen zu essen? Was wäre, wenn Stromausfall ist? So ein bisschen Krisenvorsorge oder auch Survival? Und da kam mir eine Idee. Und zwar stellst du mir jetzt in deinem Stream, wenn du das angucken solltest, eine Challenge. Ja, irgendwas in die Richtung Survival, Überlebens... Challenge, was auch immer. Ich werde mich dieser Challenge stellen und natürlich auch ein Video davon produzieren. Wenn ich diese Herausforderung schaffen sollte, dann steige ich in den Flieger zu dir nach Madeira. Ich hoffe, Tanzverbot ist dann auch schon da. Und dann, keine Ahnung, erstmal zusammen eine vegane Gemüsebrühe. Ach so, er redet schon seit Wochen von Madeira. Fritz, bist du hyped? Die Sache ist, es gibt leider ein Problem aktuell. Die Fähre fährt nicht. Das heißt, wenn Fritz mit der G-Klasse kommen will, geht das erst wieder, glaube ich, ab dem Sommer. Weil erst wieder im Sommer fährt die Fähre. Und bis dahin kann man nur rüberfliegen. Unge, ich bin auf dem Weg quasi. Ich bin gespannt. Also, überlegt euch was im Stream vielleicht zusammen. Ja? Vielleicht mobilisierst du in dieser Sekunde die Community. Vielleicht fällt euch was Cooles ein. Es soll natürlich realistisch sein, ist klar. Und dann freue ich mich auf deine Antwort. Und sage natürlich noch schöne Grüße nach Madeira und schöne Grüße an alle Leute, die gerade im Stream bei Unge mit dabei sind. Und ja, viel Spaß. Für die Leute, die noch ganz neu und frisch auf dem Kanal sind oder gerade zum allerersten Mal einschalten, eine kleine Hintergrundinformation. Und zwar letztes Jahr im Sommer habe ich ein Projekt begonnen, ein kleines Experiment, und zwar Leben in der G-Klasse. Ja, ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe einige Videos dazu gemacht zum Thema Minimalismus, Sachen, die ich ausprobiert habe und so weiter. Und ich bin in mein Auto gezogen, in diese Mercedes G-Klasse. Davon gibt es auch einige Umbauvideos. Könnt ihr euch alles angucken, gibt es Playlists und so weiter, findet ihr alles unten in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Das Ganze war von Anfang an immer als ein Experiment gedacht. Es ging mir nicht darum zu sagen, ich lebe die nächsten 5 Jahre in der G-Klasse, sondern ich wollte einfach mal starten. Ich hatte Bock im Sommer drauf, das zu machen, und dachte, ganz oder gar nicht. Voll rein, und ich mache so lange, bis ich keine Lust mehr habe, aus welchen Gründen auch immer, und probiere das Ganze einfach mal aus. Für die Leute, die mich schon länger kennen und lange verfolgen, wissen, wenn ich mir irgendwas in den Kopf setze, dann bin ich einfach ja ein praktischer Typ. Ich beschäftige mich nicht zu krass mit der Theorie, sondern einfach direkt rein, selber Erfahrungen sammeln und das Ganze ausprobieren. Hiermit verkünde ich nun offiziell, dass das Experiment Leben in der G-Klasse an dieser Stelle für mich beendet ist. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Ich habe das Ganze im Juni letzten Jahres angefangen, war jetzt 6 Monate quasi in diesem Experiment, wie auch immer man das nennen möchte, und habe wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe gelernt, was mir gefällt, was mir nicht gefällt, und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich auch noch mal ein bisschen besser kennengelernt habe. Eine ganz wichtige Sache, die G-Klasse bleibt weiterhin bestehen. Ich bin auch noch viel damit unterwegs, ich schlafe auch noch da drin, aber halt nicht mehr zu 100%. Heißt im Umkehrschluss, ich habe mir einfach wieder eine Wohnung geholt, ja, wo ich eine kleine Basis habe, wo ich mein Zeug habe und wo ich vor allem auch ein bisschen Privatsphäre habe. Da kommen wir auch schon zu einem der ersten Gründe, warum ich das Experiment an dieser Stelle jetzt beende. Ihr habt es im Titel gelesen, Zuschauer beenden das Leben in der G-Klasse. Das ist natürlich nur ein Punkt. Ich war viel unterwegs, natürlich kennt man das Auto, gar keine Frage. Mir war auch bewusst, dass umso größer ich werde, umso öffentlicher alles mache, immer mehr angesprochen werde. Das ist auch alles völlig okay, aber es gibt immer wieder Situationen und vermehrt Situationen, die einfach nicht cool sind. Und die einzelnen Situationen, von denen ich euch jetzt berichten werde, sind Einzelfälle, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich sage euch, 95% der Leute draußen sind cool, aber die 5% machen das Leben manchmal etwas unschön. Ihr wisst es, ich kommuniziere immer nach draußen, auch bei Instagram und so weiter. Wenn ihr mich seht, sprecht mich an, lasst ein Foto machen, lasst quatschen, wenn ich kurz Zeit habe, alles gut, können wir gerne machen. Aber für mich gibt es einige Grenzüberschreitungen, und ich war eigentlich immer der Meinung, dass der klare Menschenverstand jedem sagt, okay, das ist einfach eine Nummer zu viel. Beispiel Nummer 1. Ich persönlich finde es einfach nicht cool, wenn ich an Weihnachten aus dem Weihnachtsessen von meiner Familie irgendwie rausgezogen werde, weil man irgendwie ja mit mir ein Foto machen will. Ist für mich einfach wieder ein Schritt zu sehr in die Privatsphäre rein und finde ich nicht cool. Eine andere Situation, und ich denke, da stimmen mir auch viele von euch zu.
Wenn ich hier drin schlafe und damit unterwegs bin und ihr mich seht, ist es nicht cool, frühs um 6 an mein Auto zu kommen und an der Scheibe zu klopfen, so lange, bis ich wach werde und rauskomme, um eventuell Fotos zu machen oder Autogramme zu schreiben. Ich war in Afrika 3 Wochen, alles chillig, komm zurück, hol mein Auto wieder ab, bin in Berlin unterwegs, stehe mitten im Verkehr an einer riesigen Kreuzung mit einer roten Ampel. Da kommt ein Zuschauer in diese Kreuzung, in den Verkehr gelaufen, geht an die Beifahrertür, ruckelt an der Beifahrertür, die zum Glück verschlossen war, weil er anscheinend unbedingt in mein Auto wollte, ich weiß es nicht, rennt dann um das Auto rum, ich mache leicht die Scheibe auf, aber schon mal runter, streckt seine Hand rein, ey Fritz, was geht da, bam, 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 bam. Völlig am Ausrasten, fahr mal da vorne ran, bla bla bla. Es gab auch Leute, die haben Fahrräder daran abgestellt und so weiter. Ich weiß, ich bin eine Person des öffentlichen Lebens, ich bin viel unterwegs, aber ich finde, man muss doch irgendwie ein bisschen gesunden Menschenverstand und Respekt walten lassen, würde ich sagen. Ich war neulich bei meiner Mom zu Besuch, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten und plötzlich klingelte es. So, ich gucke so ein bisschen an der Seite, denke so, kenne ich nicht, habe ich auch keine Lust aufzumachen, ich bin auch zu Besuch, ist sicherlich nicht für mich. Meine Mom war in dem Moment kurzzeitig nicht da. Mein Auto stand in der Einfahrt, das heißt, klar, die Leute, die mich kennen, wissen dann quasi, dass ich dort bin. Eine Minute später klingelt es ein zweites Mal, noch eine Minute später klingelt es ein drittes Mal und dann klingelt es irgendwann ein viertes Mal. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, man kann doch nicht zu einer Person hingehen und da einfach wie ein bescheuerter Klingelsturm machen. Es gab Leute, die vor meiner Tür gewartet haben bei meiner alten Wohnung. Es gab auch da Leute, die die Klingelschilder durchgesucht haben und mich dann aus meiner Wohnung geklingelt haben. Ja Leute, wir müssen uns vielleicht einfach nochmal so ein paar Grundregeln ausdenken. Und da würde ich sagen, wenn ihr mich irgendwo seht, im öffentlichen Raum, ich unterwegs bin, in der Stadt, keine Ahnung was, alles cool, bin ich irgendwo privat, sprich mit Familie unterwegs, irgendwo drin und so weiter, ja, dann lasst mir einfach ein bisschen meine Ruhe. Okay, das wäre ganz nett. Da fällt mir gerade noch eine Situation ein, das Thema Autobahn oder generell Stadtverkehr. Ich werde ganz oft angehupt und gewunken. Das ist noch so eine Sache, wo ich sage, okay, alles cool, klar, grüßen und so weiter, ist ganz nice. Wenn man natürlich am Tag 20, 30 Mal angehupt wird, ist es dann aber auch nicht mehr lustig. Aber alles noch im schicken Bereich. Aber es gab auch schon Situationen, wo Leute mich quasi auf der Autobahn, ich würde es fast mal sagen, belästigt haben. Rechts fahren, vor mir, Warnblinklicht, wollten mich raus auf den Parkplatz ziehen, haben gesehen, ich komme dann doch nicht mit auf den Parkplatz, wieder zurück, mich auf der Autobahn komisch rückwärts halb überholt über einen Standstreifen und sind dann im Nachhinein noch circa 80 Kilometer hinter mir mit 80 km/h gefahren und haben mich verfolgt. Auch das finde ich nicht so schön. So, jetzt ist aber auch wieder gut. Wie gesagt, das sollte jetzt gar kein Hate und Lästern und keine Ahnung und Auskotzen sein, sondern ich wollte euch einfach mal nur einen Einblick geben, dass ihr das vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen könnt, was für Situationen ich erlebe und warum ich manche Sachen dann in bestimmten Momenten einfach nicht ganz so cool finde. Ansonsten freue ich mich natürlich immer über die 95% der Leute, die cool sind, ja, die einfach mich anquatschen, wir Fotos machen, ja, ein bisschen Smalltalk und so weiter. Ist alles eine schicke Sache, aber diese gewissen Grenzüberschreitungen, die zu sehr in die Privatsphäre reingehen, müssen wir in Zukunft einfach ein bisschen unterlassen und dann haben wir ja auch eine sehr, sehr schöne Zeit noch vor uns. Und das ist zum Beispiel ein sehr großer Grund, warum ich mir wieder eine Wohnung geholt habe, dass ich einfach irgendwo einen Ort habe, an den ich mich zurückziehen kann, alles zumachen kann und wenn ich will, einfach meine Ruhe haben kann. Denn es gab auch in den Monaten davor jetzt immer wieder Situationen, wo ich wirklich gefühlt am Arsch der Welt war. Irgendwo in der hintersten Reihe auf irgendeinem Parkplatz, auf irgendeinem Charterparkplatz und es dauerte keine 5 Minuten und ich habe es immer schon im Augenblick gesehen, kamen wieder irgendwelche Leute mit dem Fahrrad an, zack und hin, zack und hin. Ich habe es die letzten Male gefühlt kaum nicht mehr geschafft, überhaupt einen Schlafplatz zu finden, egal wo ich war, weil ich habe mich da hingestellt und es dauerte keine 10 Minuten und irgendwer kam vorbei, hat mich gesehen, ah, schläfst du heute, wo willst denn du hin? Ich rufe mal noch einen Kumpel an, kann der auch noch vorbeikommen und so weiter. Und das ganze Thema Leben in der G-Klasse habe ich ja auch aus dem Grund gestartet, um ein bisschen Freiheit zu haben, um unterwegs zu sein, um das Ganze zu genießen und in dem Moment ist dieses Thema Freiheit natürlich wieder ein bisschen eingeschränkt. Und es gibt auch noch viele andere Gründe, warum ich das Ganze jetzt beendet habe. Und zwar, was ich vorher überhaupt nicht bedacht habe, ist das Thema Licht. Was meine ich damit? Ich meine damit Sonnenlicht. Ja, wir hatten jetzt im Dezember, ja, beziehungsweise auch jetzt im Januar, haben wir natürlich Tage, da wird es erst so 8.30 Uhr langsam hell und gefühlt nicht so richtig hell und dann ist es auch schon 15.30 Uhr wieder dunkel. Das heißt, ich bin die ganze Zeit irgendwie nur in der Dunkelheit, könnte mir da drin natürlich auch Licht anmachen, keine Frage, aber
die Idee oder wie ich das Ganze gelebt habe, nicht die Idee, sondern wie ich das Ganze gelebt habe, war ja so, dass ich hier drin geschlafen habe, gegessen habe, aber sonst viel draußen unterwegs war. Ja? Und wenn es einfach so früh dunkel ist, dann wäre ich die ganze Zeit hier draußen im Dunkeln unterwegs mit der Kopflampe. Und das finde ich halt auf Dauer auch nicht so cool. Und ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, in den Sommermonaten auch wieder mehrere Monate hier drin zu leben, hier mit unterwegs zu sein, aber halt dieses Thema, okay, ich habe eine Wohnung, eine Backup-Möglichkeit, wo ich hin kann, wenn ich einfach meine Ruhe will oder wenn halt dann auch ein bisschen die schmuddelige Jahreszeit losgeht. Die Jahreszeit spielt natürlich auch ein bisschen mit rein. Ja? Jetzt hier im Winter ist es natürlich kalt, es ist ungemütlich, frostig. Ich habe mittlerweile eine Standheizung verbaut. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die euch mal in einem nächsten Video zur G-Klasse zeigen soll. Ich will auch noch andere Scharniere einbauen, damit man die Türen weiter aufkriegt. Also es sind noch einige Projekte auch geplant. Es kommen wahrscheinlich noch andere Felgen drauf. Der wird ein bisschen breiter, andere Rathausschalen soll noch drauf. Vielleicht lasse ich auch noch ein bisschen höher legen. Also das Thema G-Klasse und auch das Thema Leben in der G-Klasse ist nicht ganz beendet. Ne? Das ist ganz wichtig. Es gab übrigens auch tatsächlich mehrfach verschiedene Leute, die mein Auto gesehen haben, ja, das Ganze dann auf Instagram posten und dazu noch den Standort angeben. Was dann passiert ist und was das für Folgen hatte, kann sich der ein oder andere ja, ich glaube, selbst ausmalen. Natürlich bin ich auch ganz ehrlich, ist es gerade wieder ein geiles Gefühl, einfach ein eigenes Badezimmer zu haben, wo man einfach reingeht, duschen kann, auf Toilette gehen kann und so weiter. Ich muss sagen, im Sommer hat mich das nicht wirklich gestört. Jetzt im Winter ist es auf jeden Fall noch eine andere Geschichte. Ich habe mir lange auch Gedanken dazu gemacht, Thema Tiny House, größeres Fahrzeug und so weiter. Aber ich finde die Variante, so wie ich sie jetzt habe, wieder besser. Ich habe einfach meine Wohnung, wo ich so meine Basis habe. Und wenn ich mein Abenteuer will, wenn ich raus will, dann nehme ich den und ziehe los. Eine Sache, die auch passiert ist, die mir vorher eigentlich schon so ein bisschen klar war, ist, dass man sich natürlich auch irgendwann daran gewöhnt. Ne? Das ist wie mit gewissen anderen Sachen, wenn man das halt alltäglich macht, ist es irgendwann auch nichts Besonderes mehr. Ja, wenn man halt einfach 6 Monate lang hier drin lebt und unterwegs ist, dann ist es halt das Normalste der Welt. Ja? Wenn man sowas aber vielleicht immer mal nur wieder macht auf einem Roadtrip oder was ich, 1-2 Mal die Woche, dann hat man immer wieder so einen neuen Impuls, wo man sagt, oh, da freue ich mich schon wieder drauf, geil, das könnte ich mal wieder machen. Es ist einfach ein bisschen was Besonderes und wird nicht ganz zum Alltag, wie es natürlich jetzt in der Zeit die letzten 6 Monate geworden ist. Ich denke, ihr habt jetzt einen ganz guten Einblick bekommen und auch ein paar Sachen erfahren, die vorher nicht so bekannt waren. Es haben mich halt ganz, ganz viele Leute immer angeschrieben, was ist jetzt eigentlich los, Leben in der G-Klasse, machst du das noch, machst du es nicht? Deswegen wollte ich einfach auch dieses Video für euch drehen. Und jetzt ganz, ganz wichtig, wenn ihr natürlich noch Fragen zu der ganzen Geschichte habt, ja, zur G-Klasse, zum Leben in der G-Klasse, wie geht's weiter, Wohnung, whatever, ja, alles was das betrifft, dann schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare, dann kann ich das gerne mal für euch beantworten, vielleicht in dem nächsten Teil dazu, in einem extra Video, schauen wir mal, wieso die Resonanz ist. Und dann kennt ihr das Spielchen, natürlich Kanal abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Daumen nach oben geben, wenn ihr mich supporten wollt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.